Action. Hallo liebe Regensburgerinnen. Wir von Recht auf Stadt Regensburg machen uns seit Jahren die Mühe, zahlreiche Missstände in unserer Stadt aufzuzeigen. Auch die Wohnraumsituation haben wir uns vorgenommen. Teuer gebaute Neubauten, illegal genutzte Ferienwohnungen oder leerstehender Wohnraum. All das führt dazu, dass sich der Wohnungsmarkt in eine Goldgrube für einige wenige verwandelt, während der Rest der BürgerInnen Angst vor horrenden Mieten haben muss. Da bringen auch Anzeigen bei höheren Behörden nichts, wenn mit einem so wie immer weitergemacht wird und fast schon spätzlehaft unsere Anzeigen unbeantwortet oder abgelehnt bleiben. Eine völlige funktionslose Zweckentfremdungssatzung oder ein für VermieterInnen gemachter Mietspiegel. Vieles davon könnt ihr gerne auf unserer Homepage in der Bündniszeitung nachlesen. Wir sehen es unter anderem als unsere Aufgabe an, die Fehler und das Fehlverhalten der Stadtverwaltung immer wieder aufs Neue aufzuzeigen. Um auch irgendwann den letzten BewohnerInnen dieser Stadt zu zeigen, verlasst euch nicht auf die Verwaltung eurer Stadt. Werdet selber zu VerwalterInnen. Werden wir aktiv, die wir in dieser Stadt leben. Vernetzen wir uns, organisieren wir uns. Kommt zu unseren Kundgebungen, besucht uns im Internet oder unsere Treffen. Nur gemeinsam können wir es schaffen, unsere Stadt lebenswert zu machen. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Hallo liebe Regensburgis, willkommen bei unserem neuen Spot von Hotspots, dem kritisch lustigen Internetfernsehen von Recht auf Stadt Regensburg. Heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Ein Interview mit einem stadtbekannten Stadtverschandler, Herrn Alfonsius Segeleimer. Natürlich ist es kein ganz freiwilliges Interview. Normalerweise bekommt Recht auf Stadt gar keine oder nur ausweichende Antworten von der Stadtverwaltung. Daher haben wir Herrn Alfonsius Segeleimer mit einem Trick in unser Studio gelockt. Wir haben gesagt, das Immobilienzentrum ist auch da. Und als er gecheckt hat, dass er verarscht wurde, haben wir ihm ein Beruhigungsbier vom Kneitinger eingeschenkt. Da haben wir aber einen ganzen Sack Wahrheitspulver und Labertran reingemischt. Hat am Geschmack nicht viel geändert. Und jetzt muss er labern und dabei die Wahrheit sagen. Begrüßen Sie mit uns Herrn Stadtverwickler Alfonsius Segeleimer. Kommen Sie! Grüß Gott, das ist die Wahrheit. Herr Segeleimer, im Juni 2019 hat Ihre Verwaltung endlich eine sogenannte Zweckentfremdungssatzung vorgelegt, die der Stadtrat prompt verabschiedet hat. Was ist das, eine Zweckentfremdungssatzung? Nun ja, sehen Sie, Wohnraum ist zum Wohnen da. Wird er nicht als Wohnraum genutzt, zum Beispiel weil er leer steht oder weil er als Ferienwohnung genutzt wird, ist das eine Zweckentfremdung. Mit einer Zweckentfremdungssatzung kann eine Kommune bis zu 500.000 Euro Strafe verhängen, wenn sie jemanden bei einer Zweckentfremdung erwischt. Ja super, und wird es in Regensburg gemacht? Natürlich nicht. Seit über 1,5 Jahren haben wir diese Satzung und nicht eine einzige Wohnung wurde in den Wohnungsmarkt zurückgeführt. Und Leerstände und Ferienwohnungen? Nichts. Alles blieb so, wie es ist. Nürnberg hat in einem Jahr über 100 Zweckentfremdungen wieder zu Wohnungen gemacht. In Regensburg null. Das war auch Absicht. Die Oberbürgermeisterin hat bei der Vorstellung der Zwischenbilanz schon gesagt, was wir nicht wollen, ist bereits bestehende Ferienwohnungen, die damals schon als Ferienwohnungen genutzt worden sind, auch wenn wir vielleicht nichts davon wussten, in den normalen Wohnungsmarkt zuzuführen. Aber Sie wussten doch davon. In der Mittelbayerischen haben Sie gesagt, dass es bei Verabschiedung der Satzung 300 Ferienwohnungen gegeben habe, davon 250 unangemeldet, also illegale. Stimmt, stimmt, das ist korrekt. Nichts als die Wahrheit. Ja, schon gut, aber warum hat die Verwaltung dann überhaupt eine Satzung vorgelegt, wenn sie nichts damit machen wollte? Schauen Sie, die Mietervereinigungen, die Bürger, ihr penetranten Chaoten von Recht auf Stadt, alle machten Remi-Demi wegen dem Wohnungsmangel. Nicht mal gegen Leerstand und Ferienwohnungen werde was gemacht, ja. Und da haben wir halt eine Satzung fabriziert, damit eine Ruhe ist. Aber das war unser Trick. Wir haben für illegale Zweckentfremdungen ein Bestandsrecht hineingeschrieben. Ja, das ist die Wahrheit. Was bei der Verabschiedung der Satzung illegal war, darf illegal bleiben. Straffreiheit, Amnesie, super. Aus einem Zweckentfremdungsverbot haben wir eine Zweckentfremdungserlaubnis gemacht. Das ist die Wahrheit. Bestandsrecht für illegale Ferienwohnungen, da ist das nicht illegal? Sicherlich, sicherlich. Und das geht einfach so durch? Das geht einfach so durch. Nur die Chaoten von Recht auf Stadt haben uns bei der Regierung Oberpfalz angezeigt, weil die die Rechtsaufsicht haben. Und? Ja, Nixon, das wisst ihr doch. Wir sind hier mitten in Bayern. Das läuft alles ganz spätwirtschaftlich. Und überhaupt so einen Wirbel machen wegen ein paar Wohnungen.
ein paar Wohnungen, mindestens 250 illegale Ferienwohnungen. Vor allem in der Altstadt könnte wieder Wohnraum sein. 250.000 suchen günstigen Wohnraum. Ja, mit den Leerständen, wo die Stadt auch nichts macht, wären es ein paar Tausend. Ich habe Besseres zu tun, als rumzulaufen und nach leeren Wohnungen zu suchen. Wir müssen bauen, bauen, bauen. Das ist die Wahrheit. Ja, bauen wie im Dürnbergviertel, wo nach einem Jahr immer noch unzählige Wohnungen leer stehen, weil sich niemand die Mieten leisten kann. Also so geschwer, dass ich den Dürnberg nicht leisten kann, brauchen wir in Regensburg überhaupt nicht. Wir brauchen Leistungsträger, Anleger. Wohnen wird überbewertet. Das ist jetzt der dir ernst, oder? Bei uns in der Verwaltung gilt, eine Stadt muss sich rentieren. Ihr mit euren romantischen Vorstellungen von Wohnen und Leben und Töpferkurse machen und so Quatsch. Die Menschen sollen gar nicht in der Innenstadt wohnen. Die sollen außerhalb wohnen, anstatt die Innenstadt zu verschandeln. Die sollen in die teuren Cafés und Restaurants gehen. Deshalb lassen wir auch immer neue Luxuswohnungen und Luxushotels bauen. Im Petersweg, in der Maxstraße, im Wallenweg. Und deswegen machen wir auch nichts gegen die Ferienwohnungen und werden nie etwas machen. Das ist die Wahrheit, so wahr ich hier stehe. Halleluja und ziehe fix noch einmal. Ja, ich danke Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch. Sie können gehen, nein, Sie müssen gehen. Dann gehe ich halt, ziehe fix. Liebe Regensburgis, dass diese Stadtverwaltung nicht in unserem Sinne handelt, haben wir gehört. Da hilft nur eines, selbst aktiv werden. Bilden wir Nachbarschaftsräte, wehren wir uns, wenn wir verdrängt werden. Wehren wir uns, wenn andere verdrängt werden. Es ist unsere Stadt und nicht die Stadt der Stadtverwaltung. Danke.